Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Werners TT-Bahn und seiner fröhlichen Bastelstunde. Spur TT. Was sonst? Ja, also, wie wir gesehen haben, das Diorama Tongrube ist fertig. Ich bin jetzt dabei, hinten die Absturzsicherungen zu machen. Ich denke, da ist mir jetzt eine ganz gute Lösung eingefallen. Die Umsetzung auch ganz gut gelungen. Ich bin da noch so mittendrin am Basteln und Machen. Der Sommer ist halt zurück und hier oben ist es etwas warm, deswegen ist das auch ein bisschen verhalten. Wir haben auch gerade Besuch, also das ist wichtiger als hier an der Bahn rumzubasteln, logischerweise. Und deswegen geht das nur so immer mal kleckerweise vorwärts. Also da ist jetzt nicht so viel passiert. Wir gucken es uns nachher noch mal ganz kurz an, zeige ich euch ein paar Bilder von dem, was ich da gemacht habe. Ich habe vom Prinzip her die Tongrube, die läuft dann ja in der Ecke so spitz zusammen, das Wasser. Und da soll bei mir angeblich das Wasser dann in Röhren verschwinden, was zu viel in der Grube ist, und taucht dann unter der Überführung, die hochgeht zur Gleiswendel. Darunter taucht es aus Röhren wieder auf und versickert dann auf der anderen Seite in Röhren wieder. Und da habe ich so einen Bachlauf. Ja, das habe ich schon bedeutend schöner gesehen bei anderen Leuten, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber da hinten, das war einfach nur eine Überbrückung, weil da halt eine Lücke war. Da was Vernünftiges, was heißt was Vernünftiges hinzumachen. Ich finde, von der Entfernung, wo man sich ansehen kann, direkt davor stehen, tut man nie, kann man nicht, als normaler Besucher meiner Anlage. Sieht das recht gut aus. Wenn man dran ist, klar, sieht auch gut aus, aber es gibt spektakulärere Bachläufe, die ich schon gesehen habe. Sagen wir mal so, es ist ein relativ einfaches Schema gewählt von mir. Aber ich finde das so ganz gut. So, genug gefasselt. Da hinten ist auch noch der eine Weichenantrieb. Darauf kommt dann auch noch später nochmal. Da mache ich dann nochmal ein gesondertes Video. Ich habe hier von meinem Schwiegervater noch aus der Erbmasse von BTT, Quatsch, das ist nicht von BTTB, Quatsch, natürlich. Aber er hatte hier solche Stadthäuser, das war zum Beispiel Stadthaus, hier unten war ein Ladengeschäft drin und sowas. Habe ich jetzt ein bisschen den Sockel gekürzt, habe das verkleidet mit diesem Stein, das wird farblich noch ein bisschen gestaltet, noch ein bisschen gealtert und das wird da hinten als, man sieht es glaube ich, mit dem Treppenhaus hier und so weiter und so fort. Oder Anbau, Treppenhaus ist bei mir nicht, bei mir ist der Eingang dann hier in der Mitte. Oder hier in der Mitte. Das wird eine Blockstelle. Da mitten an der Strecke steht die dann. Und dadurch, dass die Maße hier genau stimmen, verschwindet da drin der eine Weichenantrieb, den ich da hinten in der Ecke nicht unterflurtechnisch unterbringen konnte. Somit ist er auch verschwunden und ich habe eine Blockstrecke an der, Blockstelle an der Strecke. Fertig. Also da bin ich noch ein bisschen am Basteln. Ja, was soll ich sagen? Die Unvernunft hat wieder zugeschlagen. Ich habe hier vier Sachen von Tillig, dreimal eine Donnerbüchse in der Bauweise oder in der Bahngesellschaft der DR und nochmal eine E77. Wie ihr wisst, ich habe die eine E77, die grüne, die rausgekommen ist, und das ist jetzt die Aufsätze E77 der DRG Epoche 2. Ja. Die hat mir jetzt auch noch mal richtig gut gefallen. Schauen wir uns gleich mal ganz kurz an. Und was soll ich sagen? Musste ich haben, wollte ich haben, kam jetzt raus. War angekündigt jetzt schon. Ui, sieht aus hier wie. Naja, egal. Kam Herbst 22 raus und jetzt war sie beim Händler erhältlich. Auf jeden Fall habe ich sie da jetzt entdeckt und da, ich bin einfach nicht dran vorbeigekommen. So,
Und die Donnerbüchsen, die wollte ich schon immer haben. Von Tillig habe ich schon eine, das ist eine DB, nur eine einzelne. Eine DB-Variante und das hier sie ist 3x TR. Ich wollte eigentlich 4 haben, aber es gab nur noch 3. Nun gut, müssen wir halt mit 3 auskommen. Gut, also jetzt schauen wir uns das mal genau an. Und dazu hole ich euch hier rüber und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Mal sehen, vielleicht, ich werde es vielleicht mal erstmal auf diesem Ständer lassen. Können wir mal ganz kurz, ja, das Übliche halt, tun wir die Warten kurz beiseite. Schwubbeldiwupp. Holen wir mal kurz die Lokomotive hier raus. Ja, so ein paar Zurüstteile, viel ist es nicht mehr, was man zurüsten muss. Sehr solide verpackt, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier geht es auf. Genau. So. Dann klappt man das hier so hoch. Also, das ist hier so eingerastet, das nach unten ziehen, wegklappen, hochklappen und dann hat man die Lok ausgepackt. Jetzt kann man das hier wieder reintun. Da ist jetzt natürlich noch kein Decoder drin, deswegen probieren wir die jetzt mal analog. Und ja, tun wir das mal kurz hierher. Und schauen mal, ob sie wenigstens schon mal läuft, das gute Stück. Ich hole euch mal ein Stückchen näher ran, dass ihr das ein bisschen besser seht. Tue ich mal kurz die Wagen beiseite. Die schauen wir uns auch gleich noch an. So, jetzt mal nach unten. Jawohl, ich denke, so ist das ganz gut zu sehen. So, ist mein Arm natürlich wieder im Weg, aber ich muss da mal eine längere Strippe dran machen an den analogen Fahrregler. Also Lichtwechsel funktioniert, fahren tut sie, einwandfrei, bin ich wirklich zufrieden. Das sind wirklich wunderschöne Loks. Bei den Epoche 2 ist halt hier auch da vor den Fenstern noch der Vorsprung, dass sie bei den bei der Epoche 3, bei der grünen, dann nicht mehr. Ja, also ich finde die Loks wirklich einfach nur genial. Ich habe zwar keine Oberleitung und das habe ich schon mal gesagt, es wird auch keine kommen, aber die beiden Loks werden bei mir fahren. So, jetzt schauen wir mal nach den Donnerbüchsen. Da machen wir das jetzt mal wieder ein kleines bisschen anders. Da schauen wir jetzt mal von oben drauf. So. Mit Inneneinrichtung. Das hat der DB schon mal nicht gehabt damals. Ein wunderschöner Waggon. Wirklich wunder, prima, herrlich gemacht. Die werde ich auch nicht altern. Ich werde punktuell mal Loks altern und Wagen altern, aber nicht alles. Also es wird bei mir auch durchaus neue Fahrzeuge geben. Und ihr seht, der rollt butterzart, einwandfrei.
Bin ich total begeistert. So, Wagen Nummer 1. Ich packe mal schnell noch die anderen beiden aus. Und dann schauen wir, ob die noch rollen. Jetzt können wir hier mal ein bisschen Wegstrecke machen. Platz. So. Einwandfrei. Also, wenn Tillig was kann, ist es Waggons bauen. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall von den Rolleigenschaften her absolut unübertroffen. Da bin ich immer wieder begeistert. Ich bin bei manchen Sachen nicht so begeistert von Tillig, aber was die Wagen anbetrifft, da sind sie der Konkurrenz, glaube ich, teilweise um Längen voraus. Gerade was im TT-Bereich anbetrifft. Von 0 kenne ich mich da nicht aus, aber was TT anbetrifft, ist Tillig einfach wagentechnisch das Nonplusultra. Für mich gesehen jetzt. Also natürlich haben andere Leute andere Gedanken bei dieser Sache, aber für mich gesehen ist das einfach der Fall. Also ich bin da total begeistert. Wunderschöne Wagen geworden, die Tillig da rausgebracht hat. Und rollen tun sie alle wunderprima, ohne jedes Problem. Ihr seht, ohne Beanstandungen, alle vier Sachen sind vollkommen in Ordnung. Also, mal sehen, ob ich das da hinten jetzt noch zwei, drei Fotos mache. Aber ich glaube, das da hinten mit dem Bachlauf, was ich euch erzählt habe, das zeige ich euch im nächsten Video, wenn ich da hinten das fertig habe. Da können wir uns das mal genau angucken, was ich da wie gemacht habe. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Bei mir ist jetzt wieder eine Weile Funkstille. Ich weiß jetzt nicht, wie lange. Ich denke mal 3 Wochen. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Genau, also das war's jetzt. Gibt eigentlich nichts weiter zu erzählen, nichts weiter zu berichten. Bis dann, tschüss, euer Werner. Danke fürs Reinschauen. Und ich wünsche euch noch eine schöne Sommerzeit. Bis dann.